Lampukistan Gaming ist hier im Lootrausch. Borderlands 1. Wir machen weiter. Skags am Tor. Wir nehmen direkt die Quest an. Töte Skags und kehre zu Dr. Z zurück. So, Mission angenommen. So, wo müssen wir hin? Du weißt, was das hätten wir. Bitte folge mir. Ich öffne das Gate für dich. Gut, letzte Folge war relativ kurz. Aber wie gesagt, eine Quest, ein Video. Dann hat nämlich jedes Video auch sauber seine Beschreibung, was wir denn unternehmen. Um was gerade ansteht. So. Ja, wir sind noch direkt dahinter. Alles gut. Oh, shit. Oh, da kommen nochmal Bösewichte. Jo, die haben noch Stufe 1. Da ist noch einer. Jawohl. Sieht aus, als würdest du Nein Toast schwer auf die Nerven gehen. Keine Sorge, der kriegt, was er verdient. Du hast es geschafft. Ich wusste, du bist der Richtige. Oh, der arme kleine Roboter braucht unsere Hilfe. Würdest du ihm bitte helfen? Ich habe ein Leck. Ist das jetzt eine Zwischenmission? Claptrap Rettung? Finde das Reparaturkit und repariere den Claptrap. Scheint eine Nebenzwischenquest zu sein. Wir machen mal beide jetzt. Ja? Oh mein, der kleine Roboter ist dekarboniert. Erledigt. So hält er nicht mehr lang durch. Sieh zu, ob du was findest, womit du ihn reparieren kannst. Alles klar, wir reparieren das. Ja, es ist doch schon. Oh. Das ist eine Quest, die muss man sowieso machen. Also würde ich sagen, die tun wir gar nicht groß. Eine große Glocke hängen hier. Claptrap Rettung. Erledigt. Zack. Nachdem du einige Schrauben angezogen, einige verbrannte Kabel und Schläuche ersetzt und den Claptrap mit etwas Klebeband versorgt hast, scheint er wieder einsatzbereit zu sein. Es wird Zeit. Du musst deinen Part übernehmen auf der Reise, die vor dir liegt. Wir kümmern uns jetzt um diese Skags vor dem Tor. Die müssen wir jetzt erstmal töten. Das ist unser Job. Guck mal hier, Skag-Welpe. Einzig nerviger an diesem Claptrap, der hält halt nie sein Maul. Ja, labert ununterbrochen. Zack, nächste Level. Wir sehen uns gleich. Haben wir schon Level? Komm, wir gucken mal. Nee, ich glaube erst ab 5 oder so. Das ist nicht wie in den früheren, in den späteren Teilen. Also gut, wir haben jetzt für Dr. Zed die 5 Skags getötet. Oh, da ist Waffenkiste. Können wir doch looten, oder? Guck mal an. Ah, ist diese goldene. Brauchen wir diese goldenen Schlüssel? Haben wir nicht. Gut, Quest abgeben. Ja, ja, was gibt's? Ich halte die medizinischen Geräte am Laufen. Mehr oder weniger. Gut, wir haben die 5 Skags getötet. Sind wir warten, ob wir irgendwas zu sagen haben? Offensichtlich nicht. Diese Skags waren scheinbar kein Problem für dich. Du weißt, wie man mit einer Knarre, mit einer Kanone umgeht. Das ist gut. Wirklich gut. Und du wirst es auch brauchen, denn ich habe eine weitere Aufgabe, die ich dir gerne übertragen möchte. Reparaturbedürftig. Besorge einen Energiekoppler, repariere den Mediaautomaten und kaufe ein Schild. Gut. Alles klar. Machen wir. Das gehen wir mal rein kurz hier ins Menü. Das ist die nächste Quest, ne? Wo ist denn das Questlog? Hier. Genau. Das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge im Lootrausch Borderlands 1. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen hoch. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Macht's gut bis dahin und bloß kein Stress.